Hallo und herzlich willkommen zurück im Nerdzeitalter bei Great Houses of Calderia. So, drei Kandidaten. Sie hat 15. Sie ist jetzt, ja, sie ist einigermaßen durchschnittlich diplomatisch. Sie ist vor allen Dingen schon cunning. Ja, dann wird sie es auch beim Diener probieren. Und ja, auch das war sehr erfolgreich. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Hier haben wir doch auch schon einen Spion. Kriegen Level 1. Safety Level 3. Dann machen wir hier mal eine Slender Campaign. Okay. Jawohl, die Kampagne ist gestartet. Wir sind beim Stahl fast bei 100 und hier bei fast 300. Sehr gut. Nein. Wir helfen doch nicht unseren Gegnern. Nein. So, ist nicht mehr lange. Ist auf Calderia. So, Tasks will begin the journey. Tut er nicht. Kata ist wieder zurück. Wir machen beim Haus Galan einen offiziellen Besuch. Und ja, wir machen Trade Affairs. Jawohl. Jawohl, sehr schön. Das hat gut funktioniert. Über die Handelskisten wollten die Leute reden. So, die Slender Campaign. Unser Spion beginnt bösartige Gerüchte über das Haus Forteno zu verbreiten. Mit der Absicht, unsere beiden Häuser zu entfremden. Dies veränderte die öffentliche Meinung und kann als ein Kriegsgrund gelten. Ja. Wir könnten hier direkt mal ihre komplette Ahnenlinie verunglimpfen. So. Und Military. So. To humiliate another house can grant you a claim to their title. Draw, also different outcomes can achieve in peace negotiations. Okay. Das können wir direkt mal machen. So, das probieren wir jetzt mal aus, Leute. Die Claremore, jawohl. Ja, Tassos wäre jetzt natürlich hier richtig gut. So, damit haben wir hier einen Kriegsgrund. Und wir wollen halt hier das Haus Vega. Military? Nee. Diplomacy? Demand Support? Ah, das wäre der 16er hier. Alles is currently overseeing winemakers and will stop if... Okay. Wir können niemanden schicken. Okay. Dann gehen wir zurück
Und werden hier jetzt was? Military Risen Army. Aris wird sie anführen. 11, 13. Oh, nein. Nein. Armintor wird sie anführen. Mit 21. Der braucht ja ein bisschen Abenteuer. Hat er gesagt. Sechzehner Krieg, jawohl. Dann wird Patrocino mitgehen. Ja, darf er nicht. So, jetzt dann. Gut. Die beiden kommen mit. Dann nehmen wir hier City Guards. 1, 2, 3, 4. Leichte Kavallerie. 1. Jawohl, das klappt. Dann nehmen wir hier noch Archers mit. 1, 2. 1, 2 Pole-Exer. Und Peasant Militia einen. Und dann bauen wir die auf. So. Und ihr geht bitte direkt hier rüber. Jawohl. Carter kann noch etwas tun. Carter wird sich jetzt mal... hier rum kümmern, jawohl. Die Herdsmen. So. Astro bekam ein Ally. Diplomacy. Demand Support. Select War. Humiliation War, genau. Und hier haben wir auch sehr gute Verbindungen. Und bitte tretet doch diesem Krieg hier bei. So, wir sind gleich hier. Okay. Demand War Support. Our enemies will soon fall. Unsere Feinde werden bald in den Staub gedrückt. Und Rhea geht auf die Insel Orsa für die Wahlen. Sehr gut. Stopped by Army. Eine Armee von Armintor angeführt, stoppt die Armee von Bardo Forteno auf der Straße. Armintor lässt die nicht passieren, wenn Bardo nicht seine Mission erklärt. Es geht darum, dass er gerne auf die Insel Orsa reisen möchte. Und das lassen wir natürlich zu. Armintor ehrt die Gesetze und lässt Bardo passieren. So, Sieging Bugena. Armintor und seine Armee hat Bugena erreicht. Sie beginnen Belagerungsgerät zu bauen. Prepare for battle. Possible assault in 4 days. 4 days, okay. Rocky Waves. Weiss steht auf dem Deck des Schiffes und schaut auf den wunderschönen Horizont, als ein Sturm langsam aufzieht. Die Winde werden stärker. Und die Wellen werden höher. Beiß wird seekrank. Ja, sie wird wahrscheinlich zum Gott Vellas beten, dass die Göttin Vellas, damit sie die See beruhigt.
Okay, sie verliert den Trade Satisfied, weil sie keinerlei Zeichen der Göttin erhält. So. Something in the Fog, das kennen wir schon. Sie sendet ebenfalls eine kleine Party. Und, sie kriegt vom Glück begünstigt. Okay. Und wir sind auf der Insel angekommen. Demand War Support. Jawohl. Und auch Tico Espelta wird uns zur Seite stehen. Und wir können den Kampf beginnen. So, probieren wir das mal. Und die Burg ist eingenommen. Okay. Das. So, Concord. Jetzt ist die Frage, gehört das uns? Weil wir es geconquert haben? Hm. Okay, wir gehen mal hier hin. Und wir können jetzt die Peace Negotiations starten, also die Friedensverhandlungen. Senden wir. Schließen wir. So. Trevisano versus Forteno. Ja, müssen wir hier was tun? Ich weiß es gerade nicht. Ah, wir warten noch auf Leute. Mhm, okay. Weiß und Jago. Jago ist nicht verfügbar. Ja, dann können wir das eigentlich wegmachen. Halt. So, wir nehmen jetzt hier nochmal Beiß. Okay. Diplomatie, Courtship. Okay, den 69-Jährigen kriegt sie nicht. Nee. Hat sie was Besseres verdient. Okay, der ist also auch nicht verfügbar gewesen. Gut, wir warten hier weiter. Und wir merken, die Unterstützungsleistung für den Krieg funktioniert nicht so richtig. Also gehen wir nochmal hier rein und wir brauchen dringend Pferde. So, das heißt, wir stecken jetzt mal hier jemanden rein. Jawohl, 0,6, das sollte jetzt funktionieren. Jetzt gehen wir hier aufs Keep. Und können hier die Dungeons bauen. Jawohl. Das braucht jetzt 300 Tage. Wenn wir hier 3 reinstecken, braucht es noch 100 Tage. Ja. Ja. Okay. 8 Tage 0,8. Nee, wir machen es so. Wir machen das so. Wir sind auf 12, wir haben 4 pro Tag. Und dann müssen wir mal wieder ein bisschen Ruhe einkehren lassen. So, wir warten hier noch auf eine zweite Partei, aber auf wen warten wir? Auf wen warten wir? Warten wir auf ihn hier? Dann habe ich echt Pech gehabt. Stopped by Army. Armentor stoppt Camilla Forteno. Und Camilla darf passieren unter dem Banner von Parley. So. Und da beginnen die Friedensverhandlungen. Okay. Wir beginnen sie. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hat eine Kompetenz von 9.
Und hat 6 Leute auf dem Tisch, während wir nur 3 haben. Okay, das hat ja mal so gar nicht geklappt. Ökonomie schlägt. Okay, okay, er hat lauter Zweier und Einser. Move Population. Ja, dann werden wir versuchen. Hier und hier. Genau. Und hier. Genau, das hier ist mir ziemlich egal. Ihr bewegt euch bitte hier und hier hin. Ready? Und dann gehen wir direkt hier hin. Hier hin. Okay, die sind natürlich schneller. So. Okay, 5 Sekunden ist natürlich lange. Ja, wir könnten das hier machen. So, du hast keine Sonderfähigkeit. Du hast keine Sonderfähigkeit. Du hast diese hier. Du hast Refill. Okay. Okay. Jetzt müsste das hier funktionieren. Du ziehst mal bitte hier rüber. So. Genau. Nimmst den hier weg. Du bist hier, da haben wir gerade einen verloren. Das ging sehr, sehr schnell. Ah. Okay, du gehst bitte mal hier hin. Und den können wir nicht so schnell machen. Okay, den Permanent Claim to Title kriegen wir nicht. Und wir machen... Nee, können wir nicht. Ist ja von 2 Seiten angegriffen. So. Okay, damit kann sie hier nicht nachziehen. Das ist schon mal gut. Damit haben wir hier gewonnen und hier verlieren wir. Okay, wir können Reparationen verlangen. Damit ist der Krieg beendet. Ja. So, wir haben eine Menge Leute, die frei sind. So. Account of Standing. Der Tag ist endlich gekommen, an dem die Titel vergeben werden. Okay. New. Einen Punkt. Das heißt, gegen den müssen wir uns durchsetzen, gegen das Haus Guerra. Ja. Und auch da sind wir tatsächlich nicht die Besten. Okay. Das heißt, wir müssen auf dem mittleren Feld definitiv siegen. Ja, sie haben alle keine Diplomaten dabei. Das heißt, eigentlich brauche ich ihn hier nicht. Naja, okay. Wir machen trotzdem Confirm. So. Und wir beginnen mal hier, glaube ich.
Das ist ein Stufe 2 Verteidigungsmann. Wir haben aber doch, wir haben hier einen Stufe 2. Den hier. Und gegen die Ökonomie geht das. Okay. Okay, hier würden wir was verlieren. Dann gehen wir mit dem dahin. Dann nehmen wir sie dahin und 2 und einen, gegen den wir uns durchsetzen könnten. Okay, und damit sind wir ready. Okay. So. Du gehst bitte wieder zurück. Du bleibst hier. Okay. Mach mal bitte einen Retreat. Das ist gut für uns hier. Okay, da kommen wir noch nicht rum. Wir müssen diesen Angriff erst durchführen. So, heilst du? Ja, du heilst. Sehr schön. Du gehst bitte... Nee, du gehst hier hin. F25, du machst bitte einen Retreat. Du gehst hier hin. Ja. Du bleibst hier. Nein. Die 100 Rank Points sind eigentlich wichtig, dass die kein anderer kriegt. So. Nein, dann gehst du erst hier hin. Du musst leider hier rein. Und musst hier bitte den Angriff führen. Und du machst... Shit, da war ich zu langsam. Okay. Okay. Er kommt hier nicht rein. Sehr gut. Dann gehen wir hier lang. Na komm schon. Komm schon. Ich muss hier noch reinkommen. Okay, sie gehen da in den Kampf. Den als nächstes. Dieses Spielfeld ist halt echt am komplexesten. Gut, hier habe ich definitiv verloren. So, mit ein bisschen Glück komme ich hier noch schnell genug rein. Nee, ich werde hier, glaube ich, ausgesperrt. Ja, ich werde hier ausgesperrt. Ja. Okay. Gut. Schade. Okay. Damit gehen wir zurück und werden jetzt hier mal unsere Landschaft ein bisschen... Numiki... Urisio. Das ist 1,8 mehr. Ja, das ist okay.
Viel fehlt hier noch? Ja, oh ja, oh ja, das ist gut, das gefällt mir. 84 Tage, sehr gut. Dann haben wir hier gerade Leute drin. Da war Nomeki. Jawohl, 0,1 mehr. Urisio kümmert sich mal um das Weingut. Herdsman minus 0,1. Ja, das geht leider nicht. Krater kann hier leider nicht bleiben. Obwohl, doch, naja, 0,0 im Minus. Okay. Mit dem Essen kommen wir zurecht. Mhm. Rhea ist wieder da. Axeli ist wieder da und hier kommt unsere Armee zurück. So. Phew. Aris. 52, sehr schön. Farmers. Dann gehst du wieder hier hin. Dann ist das noch besser zu verschmerzen. Okay. Rhea. Oh ja, Rhea kommt hier zu den Minern. Oh ja, ja, das sieht gut aus. Dann kommt Nomeki hier zu den Reholders. Xeli kommt hier hin. Okay. Okay, keine Ahnung, warum das immer hier runter geht. Aber dem ist halt so. Okay. Patrocino und Beiß haben nichts zu tun. Das müssen wir nochmal überprüfen. Patrocino ist hier. Patrocino war also leidlich okay. Er war so leidlich okay. Würde hier sogar etwas mehr machen. Nomeki kommt zu den... Beziehungsweise da haben wir ja gerade niemanden. Bedeutet... erstmal gehen wir in die Pause. Diplomatie, Courtship... Weiß. Ah, Tico, hier, bitte. Los jetzt. Kümmert euch mal. Und... Ah, Nomeki wollten wir doch tatsächlich nochmal auf die Schulbank stecken. Und zwar in Economy. Start Training. So. Okay. Ja. Gucken wir doch mal, ob Beiß sich jetzt hier mal durchsetzen kann. Auf dem Heiratsmarkt. Okay, das ist nicht mehr geconquert. Hier ist jetzt Peace. Okay, 79 Tage. Ein Date im Theater. Und sie versucht natürlich aus Tico herauszukitzeln, wie er das gefunden hat. Und, Gentle, Satisfied, Courtship. Okay, sie sind auf 100% Courtship. Mhm. Sehr gut. Wir brauchen gar nicht mehr so lange, Leute, bis unser Keep endlich Dungeons hat. Das gefällt mir. Und hier hatten wir doch einen Titel gekriegt. Nein. Terry.
Okay. Gut. Oh, 0,3? So, wieso haben wir denn hier 0,3 minus? Wir müssen mal gucken, ob wir jemanden haben, der hier ordentlichen Bonus bringt. 0,6, jawohl, dann sind wir da wieder auf 0,1. Und Rhea darf sich um die Pferde kümmern. Und wir sind auf wie viele Leute im Plus? 7 pro Tag. Sehr gut. Ja, das Wachstum darf nicht aus den Augen gelassen werden. Sie ist immer noch beim Courtship. Und damit sind die Dungeons gebaut. Als nächstes kommt das hier. Das braucht 500 Metal Ore. So, wir nehmen hier 2 raus. Packen die wieder hier in die einen raus. In die Farmer. Und dann wird aus dem ein Miner. Okay, für was verbraucht man denn hier? Consumption 0,3 minus. Okay, haben wir noch eine Armee hier stehen? Haben wir hier irgendwo noch eine Armee stehen? Okay, Hochzeit. Gut, da können wir jemanden hinschicken. He is currently overseeing Smith. Okay. Ah. Numeki kriegt einen Skill. Das ist gut. Das wird sie nochmal machen. Und jetzt können wir Axeli hier hinsenden. Ich habe irgendwie den Eindruck, als würde immer noch Consumption. Für was verbrauche ich denn das Leder? Woher kommt denn ein Consumption von 1,5? Weiß. Und Jago. Ah. Dann machen wir diese Hochzeit jetzt. Send. Okay. Die können wir jetzt hier zu Tico senden. Sehr schön. Ja, das machen wir doch. Also, nein, Tico wieder zurückschicken. Huch, Tico, den zweiten. Und Iska. Nee, Iska geht zu Tico. Mhm. Ein Proposal. Ja, er wäre eigentlich ganz nice. Wir werden versuchen, ihn zu überreden, in unser Haus zu kommen. Ja, weil sie lassen wir natürlich nicht weg. So. Er hat 4, wir haben 4. 3, 4. So. Okay, confirm. So, jetzt müssen wir mal gucken, wer ist wo. Hier ein Counselor. Der Counselor wird von der Intrige geschlagen. Dann haben wir hier eine Intrige, die wird von Militär geschlagen. Und hier ein Militär, der wird von der Ökonomie geschlagen. So. Und hier haben wir die Ökonomie, die von hier geschlagen wird. Tja. Dann können wir hier tatsächlich
Doch, ihr ist, glaube ich, der Freeze-Spy wichtiger, oder? Okay. Gehen hier in die Mitte. Genau, wir gehen direkt hier so. Und geben diese Anweisung. Damit sind wir ready. Okay. Da beginnt der Krieg. Okay, wir müssen das hier tatsächlich weiterlaufen lassen. Okay. Das ist okay. Wieso verlieren wir hier? Okay. So verlieren wir hier. Okay, die verlieren wir definitiv. Okay, wir versuchen das hier so schnell wie möglich einzunehmen. Okay. Schwupp. Und das hier. Du bist da, du bist da. So, dann bewegst du dich dahin. Gehst hier mit in den Kampf. Jawohl. Und das ist der Moment, wo du hier rüber ziehst. So. Okay. Und da gewinnen wir alle drei Dinge. Okay, aber, liebe Leute, das ist das Ende dieser Folge. Beim nächsten Mal gibt es eine Hochzeit. Ich freue mich auf euch und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, euer Sven.